Weiterspielen auch. Tiefe Nacht. Aaron, your hair is getting long. You're well on the way to recovery. Your hair is so beautiful. Does everyone in your homeland have hair like this? Where I come from. No. Jetzt ist er derjenige mit den Albträumen. Gut, nee, gehen wir noch nicht zum Mafta, gehen wir erst zu Helena, falls sie uns hier noch mal eins von ihren Übersetzungen hier gibt. Das ist ein schöner Eimer, der hier steht, habe ich dir bestimmt geschenkt. So, hallo. Ja, bitteschön. Plaudern. If I ever hurt you, Aaron, I'd... No, no. Forget it. Forget I ever said anything. Okay. I used to cut my family's hair. None of the boys would sit still, so sometimes I'd slip. I'm glad I didn't have that problem with you, Aaron. Ja. I wonder how my mother's doing. Hast du schön gemacht. I'm quite worried about her. Okay, und das war's auch schon wieder. Über Träume. I recently had a dream that was a bit different from the other ones. Somebody was absolutely furious, and a building was swallowed by this black thing. It was terrifying. Mhm. Habe ich ein Geschenk für dich? Ja, keine Ahnung. Nö, sieht nicht danach aus. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Dann holen wir uns mal eben schnell die tägliche Nymphenbeere von den Tauben hier ab. Ne, wenn schon, denn schon. Na, aber hier so. Komm, meins. Und dann will ich jetzt mal wissen, ob wir aus irgendeinem Grund jetzt hier tagsüber da oben irgendwas im Vogelnest haben. Auch nicht. Okay. Hätte sein können. Aber nö. Gut, dann eben auf zu Nafta. Mafta. Nein. Da lang. Ja. Ganz toller Auftritt. Ja. Hier, bitteschön. 70, mehr nicht. Hallo, ich habe Frau und Kinder. Na gut, Kinder nicht so. Und Frau ist jetzt auch noch nicht verheiratet, aber du weißt, was ich meine. So, was hast du denn für tolle neue Items? Aha, aha. Ein blauen Läufer. Oh, da wird sich aber jemand sehr freuen. Blumensamen. Verkauft man auch immer sehr gut. Webtuch und Tuch und Tuch. Ein Nymphenbaum. Für Nymphenbeeren. Glaube ich doch, ne? Ein ideales Geschenk. Die Blütenpflanze nehmen wir auch mal. Reine Teeblätter. Ein tolles Geschenk. Tolles Geschenk ist immer gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hexenstab. Soll eins einer Hexe gehört haben. Aha. Haben wir aber auch schon einen von, okay.
Gut, soviel dazu. Dann möchte ich herstellen, reparieren, erstmal reparieren alles. Und zwar wirklich alles. Was? Ich habe nicht genug Kleingeld dafür. Bedauerlich. Hier ist nichts, was repariert werden muss. Gut, Knut. Dann haben wir aber nichts weiter. Waffen verbessern. Da fehlt mir Quecksilber. Ernsthaft. Ah, oh, das kann ich. So, und dafür fehlt mir irgendwas, was ich nicht weiß. Ein Quecksilber. Hast du noch ein Quecksilber? Madamchen hier. Komm schon, Quecksilber. Ja, Quecksilber. 1500, what? Ja, haben wir irgendwas zum Verkaufen hier aus der Truhe? Schuppenhemd, ja, ich weiß nicht. Das Ding können wir verkaufen. Das verkaufen wir einfach auch mal. Fernbombe brauche ich auch nicht. Hat mir jetzt zwar auch nicht so viel gebracht, aber trotzdem. Tarnschwung brauche ich erst recht nicht. Große Knochen geben zu wenig. Silbermünzen, genau, die kannst du haben. Seltsame Körner in den Massen brauche ich eigentlich auch nicht. Das sollte reichen erstmal. Einfach nur, damit es mal ein bisschen wegkommt. Es würde mir 25 Rüstung geben. Was gibt mir denn hier das? Das Ding ist 90. Weiß aber halt nicht, ob ich das jetzt brauche, um irgendwas herzustellen. Der Hexenstab, zäher Schlamm. Ein Amethyst. Eine Spektralschuppe. Ist schön wie ein Edelstein. Schenken wir das doch Dingens hier. Helena. Davon können wir ein bisschen was verkaufen. So. Dann können wir auf jeden Fall das Quecksilber kaufen, können unser Schwert nochmal aufwerten. Wo ist es denn jetzt? Quecksilber, da. Bin ich zwar wieder arm wie eine Kirchenmaus, aber nun gut. Waffen verbessern. Hier. So, damit haben wir auch gleich die nächste Stufe des Schwertes erreicht. Stufe 3. So. Sonst haben wir jetzt nicht mehr so viele Stufen, die wir machen können. 4 Stufen noch. Wir machen aber halt damit jetzt schon eine ganze Ecke mehr Schaden. Gucken nur ganz kurz, was wir so für Materialien brauchen. Quecksilber natürlich. Und Gedöns. Ja gut. Die Zeitung. Grenzkontrollen. Verstärkung der Grenzkontrollen. Die Armee hat die wesentliche Verstärkung ihrer Patrouille an den Grenzen angekündigt. Helena und ihren Begleitern soll so die Flucht aus dem Königreich unmöglich gemacht werden. Außerdem dient der Schritt der Unterbindung von Scharmützeln mit der Armee aus Athos im Grenzgebiet. Die Sicherheit der Einwohner des Grenzlandes bietet Anlass zu höchster Sorge. Trotz aller finanziellen Entbehrungen weicht das Reich bei der Verteidigung seiner Grenzen. Das Schwert fest in der Hand, kein Schritt zurück. Ohne Zweifel wird das Volk hocherfreut über diesen neuen Schritt sein. Na, ich weiß ja nicht. Farewell for now. Jaja, geh du doch nach da hinten hin, Mioyal. So. What's up? Eigentlich wollte ich mit dir reden. Thank you for everything, Aaron. Ja. Geschenk. Ich habe hier so ganz tolle Dinger. Wo hab ich's denn? Hier, diese Spektralschuppe. Brauche ich bestimmt auch irgendwie zum Herstellen. Aber hier, bitteschön. This is for me. Oh, it's lovely. Thank you. Wenn sie das jetzt nicht erfreut hat, du, dann weiß ich auch nicht. Anderes Geschenk. Haben wir jetzt hier gekauft, teuer Geld. Hier, Nymphenbaum.
Ach, darüber freut sie sich, aber über eine funkelnde Schuppe, die mega selten ist, nicht. What's up? Frauen. Frauen stehen halt nicht immer auf shiny Dinger. Ja, bitteschön. Und noch ein Geschenk. Reine Teeblätter. Oh ja, Eistee. I can't wait to find out how this tea tastes. Gut. Dann haben wir das soweit. Okay. Dann haben wir das, das haben wir. Wir wollen hier nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den nächsten Turm mal so ein bisschen an. Nur mal reinschnuppern, bevor ich jetzt hier wieder in die Aufnahmepause gehe. Einfach nur mal reinschnuppern. Schnupper, schnupper. So. Zu den Türmen. What? Jetzt haben wir 5 weitere Türme gleich frei. Interessant. Arkadische Turm. Die haben alle irgendwie dieselbe Farbe. Also halt vom Icon her wie bereits besuchte Orte. Ne, gehen wir erstmal zum arkadischen Turm. Aber damit hätte ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Dass wir plötzlich 500.000 Millionen 30 Türme da freischalten. Der arkadische Turm. Auch wieder sehr pflanzlich angesiedelt. Na klasse. Da ist eine ganz andere Göttin. 3 Ketten haben wir auch wieder hier. Scheint eine Göttin des Aios zu sein. Sie trägt Ketten und ein Holzsymbol. Aha. Aha. Wir haben 2 Türen hier. Bisher. Haben wir noch eine 3. Tür. Nö, aber Kisten. Kisten gehen auch immer. Kann man machen. Ne? Kann man ja ruhig mal machen. So, auf der Treppe hier. Haben wir da was? Sieht nicht danach aus. Dann nicht. Ist gut. Dann gehen wir durch eine von den beiden Türen. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wird bestimmt super. Bekomme sie nicht auf. Sie ist anscheinend von einer Seite versperrt. Okay, gut. Dann können wir nur durch die andere Tür. Oh, warte. So. Durch da. Guten Tag. Gar nicht lange fackeln. Immer fester draufhauen hier. Jetzt geht der Fahrstuhl ohne mich. Das kannst du doch nicht tun. Oh, Silbermünze. Fein. So. Oh, noch was. Oh. Irgendwie kommt mir der Ort hier an sich sehr, sehr bekannt vor. Auch das mit der Raum hier mit dem Fahrstuhl und alles. Ich weiß nicht warum. Aber diese Kreatur habe ich vorher noch nicht gesehen. Was auch immer das darstellen soll. Ich bin auf jeden Fall eine Stufe aufgestiegen. Und irgendwas kommt da noch an. Irgendein Fliegegeier hier. Mothra! Schmetterling! Ich zerschmetter dich! Vielleicht. Hallo? Was machst du für einen Schaden hier? Geht doch! Das macht aber auch gut Damage hier. Ein Sekret. Uiuiuiui. Hallo? Eine Nymphenbeere. So, hier haben wir wieder so eine Schlüsseltür. Gut. Hätten wir das soweit geklärt. Hierauf komme ich jetzt so nicht. Aber wissen wir Bescheid. Wahrscheinlich sollen wir dann den Aufzug hier hoch. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Pandora's Tower. Aber töte ich noch dich schnell hier. Dann gehe ich tatsächlich nochmal offiziell speichern. Also da, wo wir wirklich speichern sollen. Dann mache ich tatsächlich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns
in der nächsten Folge. Bis denn.